Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. So, weiter geht's im Text. Ich bin total verballert und habe langsam überhaupt keinen Plan mehr, wo ich überhaupt hinlaufe. Wieso kann ich das jetzt nicht aufnehmen? Jetzt geht's. Faszinierend. Also einiges ist ja gerade oberflächentechnisch ziemlich verbuggt, habe ich so das Gefühl. Weil ich hatte es jetzt schon ein paar Mal, dass ich kein Buch aufnehmen konnte, ich konnte nichts pflücken. Dann natürlich die Story mit den Riesen, die ist auch total zum Kotzen. Jetzt steht der Drache im Weg, sodass ich das Ding da oben nicht beschlagnahmen kann. Also irgendwie steht mir alles im Weg gerade. Warte mal. Wenn der da hinten steht und da schreit, heißt das da noch ein Drache? Oh, das muss es aber auch nicht unbedingt sein. Wobei bedeutet das auch, da hinten sind doch diese Ruinen gewesen. Dann gehen wir halt da mal vorsichtig hin. Weil wenn der Drache da drüben gelandet ist, kann er ja nicht da landen. Außer es sind zwei Drachen. Was wiederum sehr blöd wäre. Wollen wir es nicht hoffen. Ich hoffe, der Drache kann sich entscheiden, wo er sitzen will. Ah, guck mal an, da ist die Bastion. Genau. Da können wir da wegen der Karte gucken. Inventar voll. Ja, ich hab's befürchtet. So viel zum Thema einer Aufnahmepause zwischen den Folgen. Ja, wann denn? Ich stehe auch ein bisschen ungünstig. Inventar. Na, hau mal irgendwas raus. Muss doch irgendwo was Graues noch dabei sein, was wir nicht brauchen. Gut, das ist nicht grau, aber das ist trotzdem nicht so wertvoll, glaube ich. Ausbalancierter Rundschild. Wachturmschild. Reißzahn. Todestänzer. So. Dann müsste das gerade noch so gehen, dass wir noch die Sachen, die wir hier finden, mitnehmen können. Einen muss dringend verkaufen. Ich wundere mich immer noch, dass es in der Bude keine Kiste gibt, ey. Ist das so eine... Oh, ich glaube, wir kommen der Sache näher. Auf der anderen Seite der Mauer muss das sein. Ich glaube... Wollen wir diese Ruinen etwa wie Bettler plündern? Ja, eigentlich schon. Was dagegen? Neben dem Baum. Genau. Hier, Alter, geh doch mal weg. Jawohl. Amulett der Macht. Nur Soulless, Alter. Langsam könnt ihr mich alle mal. Wieso kriegen die Talent, Begleiter dauernd irgendwelche Amulette, dass sie mehr Ta... Steht ja einer. Mal gucken, was der gute Mann da will. Aber wieso können die, die Begleiter kriegen dauernd neue Talentpunkte und ich nicht? Das ist voll diskriminierend. Ein wenig zu still, wenn ihr mich fragt. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Müssen wir sehen. Was der gute... Merci. Tavin. Haltet euch von uns fern, Fremde. Oder besser noch, geht. Okay. Aber erst nehmen wir euren Laden auseinander. Oh, da liegt... Da ist noch was in der Ecke. Der Joghurt mit der Ecke. Oh mein Gott, ich höre den Drachen. Der soll mal schön oben bleiben. Der hat wohl auch gemerkt, dass er mit mir nichts anfangen kann. Mosaikteil, sag mal, wie soll ich denn das übersehen? Da war ich doch gerade in der Ecke. So, dann gucken wir mal, was sie zu sagen hat. Andaran hat dich schon, Fremder. Inquisition, nicht wahr? Wir hörten, ihr wärt in der Gegend. Ich bin Taven. Ihr müsst den Argwohn meiner Gefährtin entschuldigen. Wir hatten niemanden erwartet. Das sind Dälisch, oder? Was ist das hier für ein Ort? Das hier ist die Nahen Hanin, die letzte Ruhestätte der Smaragdritter. Mhm. Der Orden hatte sich dem Schutz der Elfengrenzen verschrieben.
Die meisten seiner Ritter fielen während des erhabenen Marschs gegen die Dales. Genau wie unsere Heimat. Ich bin auch mit den Geschichten aufgewachsen. Einst wandelten die Ritter durch diese Hallen. Könnt ihr euch das vorstellen? Was macht ihr hier? Ich ziehe mich nur um. Aha. Würdet ihr einem der Euren die Geheimnisse dieses Ortes vorenthalten? Nein, ich habe einfach noch nichts gefunden. Bis jetzt. Da ist ein Grab, das seit dem zweiten Zeitalter versiegelt ist. Ich glaube, ich weiß, wie man hineingelangt. Was hofft ihr zu finden? Die Wahrheit. Hinweise auf das alte Königreich der Elfen oder den erhabenen Marsch. Ist euch klar, was das bedeuten könnte? So vieles aus unserer Geschichte ist verloren. Die Vorstellung, an Wissen zu gelangen, das von der Kirche nicht verfälscht wurde. Ich sollte aufhören zu reden. Wenn sich die Kammer als leer entpuppt, stehe ich da wie ein Idiot. Falls ihr vorhabt, die Ruinen zu erkunden, kann ich euch vielleicht helfen. Unsere Vorarbeiten werden recht mühselig sein. Und meine Leute sind durchaus in der Lage, die Ruinen zu durchsuchen. Soll ich euch eine Nachricht zukommen lassen, falls wir etwas finden? Der Wrath Shiral. Okay. Ihr scheint euch für diesen Ort zu interessieren. Ach so, ja, haben wir ja alles durch. Gut, wir wechseln das Thema und gehen. Der Wrath Shiral. Gesundheit. Dann denke ich doch mal, dass dann irgendwann eine Nachricht bei uns flattern wird. Haltet euch von uns fern, Fremde. Oder besser noch, geht. Ja, ich gehe ja schon. Meine Fresse, ey. Ist das eine Schreckschraube. Also da könnte dann eine Nachricht kommen oder sowas in der Art, von wegen, jetzt schickt mal eure Soldaten hin zur Verstärkung oder so. Und dann können wir eventuell da reingehen. Das klingt zumindest danach für mich. Oh shit! Wieso Level 20? Meine Fresse! Das ist eindeutig ein Beweis, ich sollte hier eigentlich nicht sein. Scheiß drauf. Krieg mal hin, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir gehen. Boah, scheiße, ey. Was ist das nur für ein Gebiet hier? Helft Vivian! Okay, ich glaube, wir sind weit genug weg. Gottes Willen. Also dieses Eck hier ist sehr, sehr ungemütlich. Riss beim Cup. Riss nein, den Seufzern, ja. Ach guck mal, da wäre ein Händler, ja genau. Da reißen wir jetzt da mal hin. Lass mal den Scheiß wenigstens loswerden. Dann gucke ich mir die Stelle noch oben links an und dann sollte ich mir überlegen, ob es überhaupt noch Sinn macht, hier zu bleiben, weil im Moment kommen wir nicht großartig weiter. Das Dungeon können wir uns noch anschauen, aber das war's dann auch wirklich. Die Inquisition wird hier stets willkommen sein. Oh Scheiße. Ja, gehen. Hier. Da müssen wir hin. Haha. Streitaxt, Stab. Das letzte Gefecht. Streithammer. Scheiß drauf. Rotkreuz Dings da. Seelenküsser. Ist die Frage, ist das ein Zweihänder oder ein Einhänder? Das ist doch schon wieder. Es könnte aber ein Einhänder sein. Einzigartige Axt steht nicht dran, Streitaxt. Stab des Stillstands können wir, glaube ich, jetzt auch mal weghauen. Templerstreitkolben. Meisterhafter Schild der dunklen Brut will ich aufheben, habe ich gesagt. Könnte für Cassandra von Nutzen sein. Geprägte Streitaxt. Hier ein paar weiße Stäbe. So. Todwärts. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass wir den mit einer Rune noch irgendwie besser pimpen können, aber ansonsten glaube ich, ist der
Nicht so besonders. Funkelndes Darmalon. Verkaufen. Dann würde ich sagen, verhauen wir den Stab auch weg. Das heben wir auf. So, jetzt können wir alle Rüstungen rausbomben, die wir so haben. Ich hätte vielleicht Varric mal was Besseres geben sollen. Können wir auch noch nicht tragen, also erstmal weg damit. Werden wir noch genug Neues finden, denke ich. Oh je. Yeah. Gürtel heben wir auf. Das ist immer so mühselig, das auszusortieren, ne? Das hätten sie irgendwie besser machen können. Konstitution, Alter. Wen juckt's? So, Paragon. Brosche. Können wir alles weghauen. Okay, das hebt mal auf. Okay, das sollte reichen. Jetzt haben wir wieder Platz. Zumindest etwas mehr als davor. So, und jetzt mal eine Schnellreise dahin und dann gehen wir direkt über den Fluss, ohne diese komischen Umwege, die ich da genommen habe. Aber dann könnte es sein, dass wir hier bald weg sind. Wird aber auch Zeit. Ich muss sagen, wir sind jetzt schon eine ganze Weile hier. So schön das Gebiet ist, irgendwann ist ein Tapetenwechsel doch mal nett. Stellen wir noch schnell Tränke her. Nicht, dass wir wieder in die Bredouille kommen. Auch Vivienne. Und Varric. So. Jetzt sind wir wieder bestens vorbereitet. Weiß nicht, wie oft ich die Quest noch abschließen soll, aber okay. Wenn es jedes Mal Erfahrungspunkte geben würde, wenn das Ding aufpoppt, dann wäre das cool. Gibt's aber nicht. Daher ist es einfach nur lästig. Wo fehlt denn Lorbeer? Wenn ich nur wüsste, wo es Todeswurzel gibt. Ich glaube, ich google das nachher mal. Das brauchen wir nämlich. Okay, einen kleinen Umweg muss ich wohl doch machen, wie es aussieht. Weil hier kommst du so unmittelbar gar nicht hoch. Oh je, dann hoffe ich doch, dass wir nicht wieder irgendwas anlocken, was uns nachher leid tut. Na doch, da ist ein schöner Durchgang. Den haben wir noch nicht genutzt. Besser ist es. Oh, da sind schon wieder Brontos. Wenn da auch Riesen sind, flippe ich aus. Bisher nicht. Die Schemen sind auch machbar. Aua. Ja, doch, okay. Hier kann man sich einigermaßen wohlfühlen. Also, den Umständen entsprechend halt. Na, irgendwann kriege ich hier noch einen Flipper. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Ihr haut mich nicht weg. Yeah. Also ich habe ja zwei weniger gezählt. Nur mal so als Anmerkung. Sag mal, lebt der Hampelmann da hinten immer noch? So, nächste Runde. Komm, zum Abschluss nochmal ein Fetter. Jawohl. Ich wusste es einfach. Ich find das schwere Gegner cool. Solange sie machbar sind, ne? Das ist ein harter Gegner, aber der ist machbar. Der ist zäh. Gibt aber irgendwann den Geist auf. Den Löffel ab. Lässt sich den Stöpsel ziehen, keine Ahnung. Nennt's wie ihr wollt. Nicht so wie die Riesen, wo alle 10 Sekunden was nachspawnen. Oder die Drachen.
nicht einfach so weglatschen. Ich muss mir in Zukunft echt mal Gedanken machen, wie ich Varric und Co. mal ein bisschen aufpimpe. Weil ich gucke jetzt immer nur nach meiner Ausrüstung, das ist natürlich auch nicht wichtig. Wir müssen ja alle bessere Ausrüstung kriegen. Und nicht nur ich. Allein schon deswegen, weil ich die ja dann hin und wieder spielen muss, wenn mein Magier stirbt. Bis zum Kampfende dann. Machen wir das dabei. Oh Gott, da läuft da schon wieder ein Riese rum. Ist doch nicht ganz sauber. Aua. Ich dachte, das waren nur die Schrecken, aber die Dinger kommen vom Riss selber. Na toll. Er hat seine Panzerung angemacht. Wie süß. Hilft jetzt auch nichts mehr. So, und jetzt weg mit dem Scheißriss. Oh. Wieder eine Quest fertig. So, dann holen wir uns noch diese Holzschlagposition. Und da können wir noch was lesen. Papierfetzen. Es war einst eine Schwester aus Sud, die anderen half, wie die Kirche es tut. Sie sammelte Gold und Speisen, suchte Eltern für Waisen, doch am wichtigsten waren ihr G. Der Holzfäller konnte sein Gedicht offenbar nicht zu Ende schreiben. Ah ja. Faszinierend. So, entdeckt, Steinkap. Das heißt, wir müssen jetzt generell nur noch eine, das hier wahrscheinlich, das Gebiet entdecken. Vielleicht kommen wir da auf die Schnelle kurz durch. Ohne den Riesen herzuziehen. Wie schrecklich unzivilisiert. Hm. Nee, ist wohl kein neues Gebiet hier. Dann wird es wahrscheinlich auf dieses Dungeon rauslaufen, was da unten ist. Weil da ist der Abgrund. Da kommen wir, glaube ich, nicht arg viel weiter. Oder? Naja, da ist Ende. Also hier ist das Ende der Map. Das könnte ich mir höchstens vorstellen, dass es hier noch ist oder dass da dahinter noch irgendwo ein Gebiet ist, was wir jetzt halt noch nicht gesehen haben. Oder das zählt als eigenes Gebiet, wenn es auf ist. Das könnte auch sein. So, wie komme ich am schnellsten zu diesem Chateau? Indem ich hier die Schnellreise mache und dann rüber gehe am besten. Ah, das machen wir heute nicht mehr, ne? Ich habe ja gesagt, dadurch, dass die letzten jetzt ungewollt ein bisschen länger geworden sind, machen wir heute mal zeitig Schluss. Das heißt, ich gehe noch zum Chateau oder vor das Chateau, aber dann war's das für heute. Also wen es nicht mehr interessiert, der kann auch jetzt schon abschalten. Ansonsten könnt ihr mich noch bis zum Eingang des Chateaus begleiten, danach mache ich auch Ende. Irgendwann ist auch mal Schluss. Und ich habe echt so viel Zeit verschwendet an den Riesen jetzt. Man hat gute Erfahrung gegeben, davon abgesehen, aber trotzdem. Weiß nicht, ich sammle lieber Erfahrungspunkte, indem ich Quests erledige und nicht hirnlos irgendwelche Monster kloppe. Das hat mir noch nie so gefallen. Also auch bei Online-Rollenspielen oder so. Gerade bei WoW, wenn mal wieder ein neues Add-on rauskam, eine neue Erweiterung, dann haben manche hier Monster gegrindet ohne Ende. Ich habe dann tatsächlich lieber Quests gemacht. Weil ich dieses Gegrinde übelst scheiße finde. Das ist doch voll langweilig. Gerade dafür sind die Quests doch da. Erzählen eine Geschichte und geben Erfahrungspunkte. Schlechtrebnässe. Eieiei. Gut, den Bär müssen wir wohl noch loswerden, bevor ich aufhören kann.
Und Brontos, na toll. Geht die Scheiße schon wieder los. Bin ja mal gespannt, was da drin auf mich wartet, ne? Weil, wenn die da auch Level 20 haben, wie da drüben beim Riss, dann gute Nacht. Dann können wir die getrost hinter uns lassen, die das Gebiet. Und irgendwann später wieder herkommen. Weil dann hat das so keinen Sinn im Moment. Jupp. Da ist noch Bronto. Ach komm, scheiß drauf. Hä? Wieso ging das jetzt nicht? Zweimal hingesetzt, zweimal wieder verpufft. Aber immerhin die Energie bleibt noch. Na, dann tötet man halt so. Vielleicht war das ein Zeichen von wegen, du Idiot, hebt dir das für später auf. Hören wir doch mal drauf. Und tot. Oh, da ist noch eine Flechtrebnessel. Vielleicht kriegen wir mal so einen Samen jetzt her. Das wäre doch schön. Nö. Scheinbar nicht. Puh. Ist hier in der Umgebung noch eine? Vielleicht den Hang hoch? Oder hier? Nee. Das ist keine. Okay, da drüben, da ist wieder Rambazamba, da gehen wir nicht hin. Gut, dann werde ich hier jetzt aufhören. In der nächsten Folge geht es dann da drin weiter, sofern das überhaupt irgendwie Sinn ergibt. Weil wenn da auch so mächtige Gegner rumrennen, dann kann ich auch gleich wieder gehen, wie gesagt. Ja, dann danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, kommentiert fleißig, wie immer. Ciao.